Welcome back, Friends. Der MCP ist wieder am Start. Eine weitere Folge Empyrean Galactic Survival Part 3. Und ja, wir waren ja im Begriff, uns so, schon mal so ein paar Sachen zusammen zu craften. In der letzten Folge hatten wir uns ja hier so ein paar Grundressourcen geholt und er verarbeitet jetzt gerade das Holz zu Kisten. Die haben wir aber schon. Ist ja auch nicht schlecht, dass es der Rest, der übrig ist. Das packen wir uns mal hier rein. Und dann, ja, wenn er das fertig hat, gucken wir mal, was wir an Parts bauen können für die Basis. Generator etc. So, das haben wir. Wir haben jetzt hier vier Fenster Größe L. Und so ein paar Blöcke. Die können wir uns schon mal hier reinpacken. Das kann dahin. So, das haben wir schon mal hier. Für die Basis und den Base Starter haben wir auch hier. Vier Fenster, Holzblöcke für den Basisstarter. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir denn schon alles bauen können für die Basis. Dazu werden wir hier den Basisreiter an. Automatiktüren. Kleiner Constructor, Frachtboxen. Klonkammer. Kühlschrank. Kleiner Generator und ein kleiner Treibstofftank. Ja, siehst du. Das sind ja schon mal die rudimentärsten Grunddinge, die man braucht. Die craften wir uns jetzt mal eben zusammen hier und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht schon mal irgendwo uns einen kleinen Platz suchen können, wo wir dann einfach zu Testzwecken schon mal anfangen können, uns eine kleine Base zu bauen. Wirklich nur eine kleine Base. Ich habe schon mal überlegt, wir brauchen ja auch Treibstoff, um das ganze Ding zu betreiben. Wir hätten ja hier die Möglichkeit, einmal mit Energiekondensatoren und Solarpanelen zu arbeiten. Das machen wir auch, aber ergänzend nur. Also ich mache da jetzt mal vier Stück und einen so einen Kondensator, also einen so einen Generator, ne? Vier Stück davon, aber ich will natürlich meinen Schwerpunkt schon auf fossile Energien erstmal setzen hier, ne? So, deswegen zischen wir jetzt mal hier ab und machen nochmal so ein paar Bäume platt. Weil ich habe nämlich gelesen, aus Holzstämmen können wir Fasern herstellen, Pflanzenfasern. Und aus den Pflanzenfasern machen wir Biokraftstoff. Und mit diesem Biokraftstoff, meine Herren, und aus diesem Biokraftstoff können wir dann, also mit diesem Biokraftstoff können wir dann unsere Base sozusagen betreiben. Als Kraftstoff sozusagen, als Energiequelle erstmal. Dazu plätte ich hier erstmal ein paar Bäume. Später gibt es auch andere Materialien, Promethium, Kristalle, die man sammeln kann. Und die kann man dann zu Energiezellen oder Energiebatterien. Moment, ich habe glaube ich ja schon irgendwo sowas mal gefunden. Habe ich jetzt nicht dabei, aber da kann man Promethiumzellen, glaube ich, kann man daraus machen. Die sind dann natürlich viel ergiebiger. Aber solange wir die Möglichkeit nicht haben, müssen wir halt erstmal gucken, dass wir uns mit Biokraftstoff zufrieden geben. Besser wie nichts, ne? Biokraftstoff in Kombination mit der Sonnenenergie, die wir dann gewinnen. Das dürfte erstmal reichen, um uns über Wasser zu halten, denke ich mal. Die Bäume sind mir hier eh im Weg, die nehmen mir so ein bisschen die Sicht. Von daher ganz praktisch, dass ich die dann mal hier so abrode. Falls dann irgendwelche Viecher kommen, Spinnen oder was weiß ich. Dann sind wir erstmal gewappnet und sehen die früh genug kommen. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? Das ist hier Beeren. Beerenstrauch kann man stehen lassen. Und ja, das kann weg. Oh, schon wieder unsere Freunde hier. Yes, yes, yes. Gänsehaut ist wieder da, Leute. Jawollo. Ich bin wieder happy hier. Sehr schön. Na, wo seid ihr hier, Drecksviecher? Ah, Gänsehaut ist wieder gesichert.
Meine Freunde, die Spinnen sind wieder da. Yeah. Mistviecher. I hate them all. Da sind sie. Drecksviecher. Komm her, Pisser. Stirb, stirb, stirb. Ja, komm her. Darfst gerne sterben. So. Meine Herren, da. Ist hier denn so ein Nest oder was? Fürchterlich. Hier muss ein Nest sein, Alter. Kann mir keiner erzählen. Also sonst. Oder es ist ein Spawnpunkt einfach, ne, wo die Viecher hier immer spawnen. So, das Ding können wir auch nochmal abbauen. Komm, mach weg den Scheiß. So ist gut. Zack, Pilze. Was ist das? Oh, ihr Pissdinger, ey. Schmeißfliegen. Alles das, was ich nicht mag, taucht hier auf, wa? Stirb. Stirb, stirb, stirb. So. Alle Pissflitsche da beseitigt. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen noch hier sammeln, ne? Holz, Baumstämme. Da können wir dann ein bisschen Energie herstellen für unseren Generator. Biokraftstoff. Der rödelt da ja jetzt, macht die ganzen Parts, baut die ganzen Parts zusammen für unsere erste Base. Jo. Was ist er denn für einer? Mensch du, ich bin hier ja umgeben nur von freundlichen... Was bist du denn für ein Kollege? Was? Moin sehen. Na, er scheint nichts zu machen, dieser... Glibber-Heini da. Okay. Gehen wir mal zurück zur Base. Obwohl, hier kommen wir nochmal eben so... Wie viel haben wir? Ja, können wir den nochmal mitnehmen. Dann haben wir erstmal ein bisschen was. Zack. Das können wir auch noch mitnehmen. Bip. Den auch noch. Und den fetten Baum hier. Zack. Wieder 3 Holzstämme dazu. So, dann wollen wir mal gucken, wo steht unser Constructor hier vorne, ne? Ja. So. Gehen wir nochmal eben ran. 41, 45 Baumstämme. So, das hat er soweit fertig. Das können wir schon mal mitnehmen. Die Beeren, die kann man essen, ne? Ja. Das packen wir mal unten weiter rein. Den Krams auch. Gemüse. Yo, Gemüse. Gemüse war doch irgendwas, ne? Gemüse konnte man was herstellen. Das lasse ich mir da mal drin. Die Parts für die Basis. Das ist wichtig. Das lasse ich mir da nochmal drin.
Kühlschrank, Generator, Kondensator. Haben wir denn jetzt alles? Klonkammer, Generator klein, kleiner Constructor. Nee, da fehlt noch was. Ah ja, Energiekondensator. Da ist er jetzt gleich fertig. Dann haben wir ja schon mal ein paar Parts zusammen. Können wir uns schon mal ein bisschen gleich mal gucken, überlegen, wo wir das Ding überhaupt hinsetzen. So, jetzt wollte ich noch mal eben gucken hier mit dem Gemüse. Was kann man da machen? Eiweiß kann man sich daraus herstellen. Mache ich doch mal. Und dann futter ich mir noch mal den Riegel. Meine Schnitzel sind auch, mein Fleisch ist mir vergammelt. Aber ich glaube, das kann man irgendwie später gebrauchen. Für Beete oder so. Nährlösung. Ja. Ich mache mir jetzt aber noch mal so ein paar Riegel dazu. Und das Teil haben wir ja jetzt auch. Ja, aber unnötig Krams will ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. Das schmeißen wir dann mal rüber. Und das, ja doch, das schmeißen wir auch mal mit rüber. Und jetzt soll er mir mal hier Kraftstoff herstellen. Biokraftstoff. Machen wir mal hier drauf wieder. Ja, genau. Nährlösung. Ja, hier Nährlösung. Gesteinsmehl, gereinigtes Wasser, verdorbenes Lebensmittel. Das haben wir ja dann. Für die Beete sozusagen. Hier, Pflanzenfaser 10. Aus Holzstämmen kriegen wir 20 Pflanzenfasern. Also 2 Kanister, 1 Holzstamm. Ah, das sind 90 Stück. Ja, das ist ja... Machen wir mal 85. Das wird wohl eine Zeit lang dauern. Ich würde sagen, dann gehen wir schon mal auf Tour und überlegen uns... Oder suchen uns vielleicht mal ein schönes Plätzchen, wo wir unsere Base bauen können. Ne? Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Die Parts habe ich ja schon mal hier. Eigentlich würde ich auch gar nicht so weit weg wollen von hier. Map. Hier so Richtung Wasser würde ich ganz gut finden, glaube ich. Ne? Hier so am Wasser oder halt im Berg. Ne? Ich fahre einfach mal zum Wasser. Gegend gefällt mir nicht. Definitiv nicht. Vielleicht da oben beim Strand mehr so. Die Gegend hier an sich finde ich scheiße, würde ich sagen. Ungemütliche Gegend, sumpfig. Nee, mag ich nicht so. Batz, der Felsen ist meiner. Mal gucken, hier ist mehr so Strand. Strand, Strand. Strand ist ja eigentlich nice. Mal hier umgucken. Ach, Gubbelviecher hier, ne? Ah, ich weiß auch nicht. Oder im Felsen. Also im Berg, ne? Oder am Berg wäre natürlich auch nice. Mal gucken. Wir cruisen erstmal ein bisschen mit unserem Bike hier durch die Sümpfe. Ja, mit dem Fahren, das geht. Könnte aber besser sein, die Steuerung vom Bike. Ist ein bisschen träge, vor allem der Wendekreis. Wendekreis vom LKW irgendwie, habe ich das Gefühl. Wenn man mal hier so guckt. Ja, wie so ein LKW. Scheiße. Naja, gut. Wollen wir mal eben gucken, wo ist denn jetzt unser... Da, ich mache mal eben Wegpunkt. So, und dann zischen wir erstmal ab zu unserer Base. Portabler Constructor, da müssen wir hin. Zack.
So, den machen wir mal wieder weg, den Wegpunkt. Nein, bestätigen. War das das jetzt? Oder nicht? Da. Naja, wird schon irgendwie hinhauen, ne? So, Portabler Constructor, das ist es da. Okay. Kann ja auch bleiben eigentlich. Da hinten ist eigentlich interessant, muss ich sagen. Also die Gegend könnte mir gefallen. Vor allem da hinten bei den Bergen. Da ist auch Wasser in der Nähe. Alter, was für eine Viecher hier. Bäh. Widerlich. Alles voll mit diesen Viechern. Mensch, jetzt bin ich ja im tiefsten Dschungel, wa? Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Naja, wird schon schief gehen, ne? Ah, mal gucken, was hier los ist. Hier zeigt er mir irgendwas an. Oh, shit. Ah ja, läuft. Läuft granatenmäßig gut. Scheiße. Taschenlampe. Kann man da irgendwie was sehen? Wo ist mein Bike? Jax! Schnell weg hier. Schnell weg. Shit. Oh Mann, ich habe noch nicht mal eine Lampe, ne? Das ist echt übel. Na, komm her, du Pisser. Komm her, du Sau. Ich will mein Bike wieder haben. Was ist die hier? Zack. So ist brav. Sieht man das Bike irgendwie auf der Karte? Da ist es Motorrad. Das zeigt er mir an da, ja. Das muss ja hier dann sein. Map. Ja, es muss hier unmittelbar Taschenlampe nehmen. Muss ja hier sein. Yes, da ist es. Ja, ist nicht schlimm. Zack. Auftauchen. Alles gut. Ich hab mein Bike wieder. Ab geht's. Fahren wir mal hier in die Richtung weiter. Ist hier jetzt schon wieder gleich Wasser oder was? Ich möchte nicht schon wieder ins Wasser klatschen hier. Hier ist schon wieder Wasser. Small Wreckage. Spider Nest. Ach du Schande. Schande, Schande, Schande. Schon wieder so ein Scheißviech. Die gibt's hier wohl viel, wa? Ach, komm her. Kriegst du noch mal einen auf die Freze. Aufs Fressbrett hier. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Ja, ist gut. Komm, komm zu Papa. Ja, so ist brav. Schön sterben, wie sich das gehört für ein braves Monster, ne? Was sind das für Dinger? Ach, das sind die Käfer. Da ist noch ein Wreckage. Bin ich jetzt hier auf der Karte? Nee, hier war ich auch noch nicht. Definitiv noch nicht.
Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Lampe eben nehme. Ich sehe nämlich gar nichts. So, da ist... Oh, Motor und Kobaltlegierung. Not bad. Ja, Leute, ich würde sagen, ist doch wohl anders gelaufen wie erwartet, beziehungsweise wie geplant. Eigentlich wollte ich ja noch mal Sachen machen für die Basis. Produzieren haben wir zum Teil gemacht, aber ja, Basisplatz finden und so ist jetzt nichts geworden. Unfreiwillig ein kleiner Ausflug, wohl eher, würde ich sagen. Aber trotzdem, seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin's auch. Schaltet wieder ein. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl, euer MCP.